Ja. Also Dirk, da haben wir schon draus gelernt. Es ist immer sinnvoll, bei Ausgetrickst sich so ein bisschen nebulös zu halten. Eine optische Täuschung. Da kann man so viel drüber machen. Also optische Täuschung ist richtig. Richtige Antwort ist B. Und damit ein Punkt für Birgit Schrowange und Stefan Ross. Ja. Und wir versuchen jetzt mal, dem Magier sämtliche Möglichkeiten zum Schummeln zu nehmen. Kiste weg. Wippe weg. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Tisch, eine Säge und eine mutige junge Frau. Kerstin, du bist doch eine mutige junge Frau. Ja. Wagen wir's? Ja. Es kann nichts passieren, ich habe den Trick schon oft gemacht. Er geht nur ganz selten schief. Komm mal mit, leg dich hier auf den blanken Tisch, Kopf wieder nach hinten und die Beine zu mir. Okay, bist bereit? Los geht's! Wenn du ein bisschen Angst hast, Kerstin, dann kannst du hier rechts die Hand auch rausnehmen, dich festhalten, okay? Kerstin! Toll gemacht! Und niemandem verraten, wie es funktioniert. Kerstin, haben wir natürlich noch ein kleines Geschenk für dich, ein paar Blümchen. Ja, das ist Fabienne, unsere Zuschauerin aus der Generalprobe. Fabienne, das kommt davon, wenn man zuckt in der Kiste. Bitte schön, Kerstin. Dankeschön, nimm wieder Platz. Lass mal Fabienne erst mal vorbei. Tschüss, Fabienne und Kerstin. Servus.